Unterschätze Manx, Knecht. Er ist bei weitem der gerissenste Gegner, mit dem wir es je zu tun hatten. Falls ich getötet werde, musst du Kohall mit dem Schwarm verlassen. Fliehen? Das ist nicht die Art der Zerg. Und doch will ich es so. Du wirst meinem Befehl gehorchen und dich mit dem Schwarm auf die Suche nach unserem wahren Feind machen. Finde Amon und vernichte ihn, bevor er den Schwarm erneut versklaven kann. Das werde ich tun. Gut, gut, gut. Die Terraner ahnen nicht, dass du an meiner Seite kämpfst. Sie wissen nichts von den Urzerg. Wir werden ihre Essenzen sammeln. Du wirst sie überraschen. Sie haben unsere psionische Verbindung schon immer gegen uns eingesetzt. Die Urzerg haben diese Verbindung nicht. Die Urzerg brauchen sie nicht. Exakt. Ich habe mehr von den Terranern gesehen als jemals zuvor. In gewisser Weise tun sie mir leid. Wieso das? Sie haben ihre Nationen und ihre Clans. Doch im Inneren ist jeder von ihnen allein. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, indem ich ihre Essenz in den Schwarm übertrage und sie dann töte. Du sitzt in dem Palast wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes. Doch dein Netz zerreißt, Mengsk. Wir hätten schon so oft scheitern können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Oberfläche erreichen würden. Aber wir haben es geschafft. Du hast uns zu großer Macht geführt. Aber wenn dein Rachefeldzug beendet ist, wirst du uns dann verlassen? Ich bin eins mit dem Schwarm, Isha. Falls wir diese Schlacht überleben, stehen uns noch viel größere bevor. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Ja, und da ist du, Kopf. Vor der Haustür des Gegners. Das Ende ist nah. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Mit Arcturus ist es das nie. Er erwägt immer alle Möglichkeiten. Er weiß, wohin du gehen wirst, bevor du es tust. Aber du warst Teil so vieler seiner Pläne, als Komplize oder Opfer. Den einen oder anderen Trick hast du dir sicher abgeschaut, oder? In der Tat. Wir werden bald sehen, ob ich eine gute Schülerin war. Gut, werden wir auf jeden Fall mal zu Kerrigan gehen und werden mal den die Blutkapseln jetzt mal ausprobieren. Und Evo-Gruber hat was für uns Neues. Sehr schön. Hast du irgendwas Neues aber tun? Nein. Gut. Ultralisken-Gattung bereit für Anpassung. Labor der Liga auf Kohall entdeckt. Experimentieren an Ultralisken. Kann Forschung gegen sie verwenden. Setzt giftige Explosionen frei, die gegnerische Bodeneinheiten Schaden zufügen oder hüllt sie bei ihrem Tod in einen Kokon ein und wird nach kurzer Zeit wiederbelebt. Okay. Wird wiederbelebt. Also wenn ein Ultralist fällt, kostet es Haufen Patte, dann kommt er wieder. Hoffen wir mal mit voller Punktzahl, Lebenspunktzahl. Da wäre die Entscheidung eigentlich ganz leicht. Aber lassen wir uns mal anschauen, was die beiden so können. Und ob der das überhaupt macht mit 100% Lebenpool nochmal hoch. Oder der andere macht vielleicht jetzt extrem viel Damage. Wir werden es sehen. Okay. Xenoforschungslabor der Liga. Metis. Zerg im Inneren. Kann übernehmen. Kann nutzen. Minsk will uns definitiv von ihr fernhalten. Aber wir können seine eigenen Versuchsobjekte gegen ihn verwenden. Ein Ultralisk? Mit dem kann ich eine Menge anrichten. Ultralisk, hörst du mich? Reiß dich los! Kämpf dich zur Tür durch! Töte alles, was dir im Weg steht! Der arme Muin. Gut. Dann machen wir das mal. Stellen wir mal den Ultra. Ist jetzt noch ein normaler. Ja, der hält sehr gut aus, wie gesagt. Und ist doch auf 0-0. Am Ende hat er dann 8 Devons.
dort. Zerstöre den Generator und befreie die Ultralisken. Gut, mal Spaß. Zum Dreier. Aber uns fehlt noch die Essenz. Toxische Verbindung freigesetzt. Großes Potenzial. Integriere in Ultralisken-Sequenz. Okay, aber du hast es schon gehabt. Gattung Toxilisk setzt giftige Explosion frei. Fügt Feinden im Zielbereich Schaden zu. Okay. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Tja, anscheinend schon. Bringt die Situation wieder unter Kontrolle. Und zwar sofort. Also ohne Hits schon kriegen sie Schaden ab wegen dem Gift. Sehr geil. Gene Eoma an der Front, die Viecher. An vorderster Front. Tankt diese Exemplare ein. Oder der Imperator macht euch einen Kopf kürzer. Das ist cool. Das brennt! Was macht ihr da? Schießt endlich! Sehr schön, ich einen verloren. Oh, das gefällt mir auf jeden Fall. Forschungseinrichtung schwer beschädigt. Versuchsobjekte befreit. Gehe zum sekundären Schlachtfeld über. Vier Stück von uns. Außenbereiche von Augustgrad. Militärkaserne, Versorgungszentrum. Anlage muss zerstört werden. Experimentelle Nuklearwaffen im Inneren. Auf jeden Fall viele. Diese Brücke wird von Liga-Truppen bewacht. Rückt vor, sichert den Zugang. Gut, ich werde immer nicht in Gruppe laufen. Ultralisken! Wegen AOE-Feuer. Feuert den Sprengkopf ab! Sofort! Sir, der ist noch in der Testphase. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Feuern Sie den verdammten Sprengkopf ab! Sofort! Okay, jetzt werden sie, glaube ich, infiziert. Kann ich mir denken. Analysiere Schaden. Radioaktive Verbindung infiziert Ultralisk. Mach was draus. Integriere in verkümmerten Evolutionspfad. Also Evolution geht bei den Fix, muss ich sagen. Gattung Ultralisk, Toraske. Regeneriert totes Gewebe. Belebt Kreatur wieder. Das hört sich natürlich richtig geil an. Bin ich mal gespannt, wie das ist. Nicht nachlassen. Wir greifen weiter an. Was sind das für hässliche Biester? Lass gleich sehen. Vernichtet sie ein für alle Mal. Der Tank ist noch abgesiegt. Ja, ihr müsst euch doch nicht prügeln, alle auf einen Fleck, ihr hättet euch teilen können. Entsteht Kokon, wird unmittelbar wiederbelebt. Okay, du hast schon gestorben, ich glaube, mitgekriegt. Atombombe, glaube ich, gerade raus gewesen, ja. Er steht wieder. Oh, volle Hitpoints. Das darf doch nicht wahr sein! Noch ein Sprengkopf. Aber der Schimmer ist weg, okay. So, der nächste geht drauf. Ich werde diese Stadt zu einer verstrahlten Ruine machen, wenn es sein muss. Noch ein Sprengkopf! Ob du damit weiterhelfen tust, weiß keiner. Zusätzliche Ultralisken bereit. Gut, das wäre nämlich knapp geworden, glaube ich. Jetzt. Gut, dann müssen wir mal angreifen. Vergessen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Ja, das ist natürlich richtig geil. Das gefällt mir. Anlage zerstört. Waffenexperimente jo. Nicht länger möglich. Muss Ultralisken-Sequenz vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, nehmen wir die Unsterblichen. Beziehungsweise einmal unsterblich. Abklingzeit der Wiedergeburt 60 Sekunden. Also könnte es gut möglich sein, so unsterblich zu sein. Alle 60 Sekunden vielleicht sogar. Das wäre richtig geil. Können wir austesten. So, damit danke ich mich fürs Anschauen. Bis zur nächsten Folge.